Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten und ihr habt schon eine sehr große Menge an Neuigkeiten erfahren und auch Debatten geführt. Ich finde, wir sind heute in einer guten Situation. Wir verabschieden heute unser Leitbild. Ich sage einschränkend, auch wenn uns nicht jeder Halbsatz gefällt. Aber wir verabschieden heute das Leitbild und es ist unser Zukunftsbild für Brandenburg, der Linken in Brandenburg. Parallel dazu, und das dank der guten Verhandlungen im Koalitionsvertrag und auch dank der Landtagsfraktion, die unterstützend einen Antrag gestellt hat, erarbeiten wir als Landesregierung eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Brandenburg. Parallel dazu, ich finde, damals war das ein großer Erfolg, dass uns in die Koalitionsvereinbarung dieser Auftrag hinein formuliert worden ist, ein Zukunftsbild für das Land Brandenburg zu erarbeiten, weil, und wir erinnern uns dran, ist ja nur schon ein paar Jahre her, die SPD dies überhaupt nicht wollte. Jetzt sind wir aber auf der Zielgeraden und können feststellen, dass wir die SPD, so hoffe ich, bis zum Endergebnis auch mitnehmen konnten, dass wir ein gemeinsames Ergebnis erreichen. Ich will es auch noch begründen. Und diese Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie, also sprich ein Zukunftsbild für Brandenburg, ist ja unter ganz speziellen und ich denke großen Herausforderungen zu erarbeiten. Wir müssen Antworten geben auf diese Herausforderung und ich nenne da nur der spürbare Rückgang der Bevölkerung, die älter werdende Bevölkerung, also eine alternde Gesellschaft. 2020 ist jeder Vierte in Brandenburg älter und jede Vierte älter als 65 Jahre. Und der Anteil der Hochbetagten, also älter als 85 Jahre, wächst rasant. Wir müssen unsere Daseinsvorsorge darauf einstellen und das langfristig. Wir müssen den Haushalt konsolidieren, den Schuldenberg abbauen und wir müssen Fachkräfte Sicherung betreiben, alles große Herausforderungen, die wir versuchen, in dieses Zukunftsbild zu packen und Antworten zu geben. Ich habe mit meinem Ministerium hier die Federführung für die Erarbeitung dieser Nachhaltigkeitsstrategie und ich kann euch sagen, das ist bisher ein gerüttelt Arbeit gewesen, denn wir hatten den großen Anspruch und den wollen wir auch künftig haben. Wir haben diesen Entwurf, diese Textbausteine, diese Schwerpunkte, die das Kabinett Anfang 2011 beschlossen hatte, öffentlich in öffentlichen Dialogforen diskutiert, mit einer breiten Meinungsbildung, mit unterschiedlichen Vertretern aus der Zivilgesellschaft, Vereine, Verbände, Organisationen, Parteien und darüber hinaus. Bitte? Genossen, seid immer ein bisschen leiser, jetzt kommt es auch bei uns lauter an als Anita, das ist unangenehm. Wir hatten dazu oder haben dazu einen wissenschaftlichen Beirat, den ich berufen konnte, der uns sehr kritisch begleitet, der uns aber auch sehr gut unterstützt. Und wir haben jetzt einen Entwurf und ich sage euch, ich will euch neugierig machen, ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Entwurf unter der Überschrift Gutes Leben in Brandenburg, Chancen nutzen, Zukunft sichern. Und ich kämpfe gemeinsam mit meinen Kollegen mit unseren linken Ministern selbstverständlich darum, mit der Landtagsfraktion und mit euch, mit der ganzen Partei darum, dass dieser Entwurf in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert wird, dass wir ihn erstmal in die Öffentlichkeit tragen, ganz klar, dass wir ihn diskutieren und dass wir ihn weiter qualifizieren. Und zu dieser Weiterqualifikation möchte ich euch ganz herzlich einladen. Wir werden diesen Entwurf, bevor er Anfang nächsten Jahres vom Kabinett verabschiedet wird und dann in den Landtag geht, öffentlich diskutieren. Wort für Wort, Zeile für Zeile, wer Interesse hat. Das passiert im November im Internet, also nicht mehr mit öffentlichen Veranstaltungen, sondern in einer Internetdebatte. Und ich hoffe und wünsche, dass viele von euch sich daran beteiligen. Man muss nicht das ganze Nachhaltigkeitspapier diskutieren. Zu Einzelfragen kann man sich äußern, Fragen stellen, Antworten geben, andere Meinungen vertreten. Das würde ich mir gut kann ich mir gut vorstellen, weil wir auch dann ganz sicher sind, dass viel linkes Leitbild, das, was wir heute verabschieden, in unserer Nachhaltigkeitsstrategie für das Land Brandenburg verankert ist, dass der Grundgedanke unseres Leitbildes 2020 plus da gut verankert ist und wir angesichts, was heißt das jetzt? Und dass wir angesichts der großen Koalition im Bund hier ein rot-rotes Zukunftsbild für die Entwicklung Brandenburg entgegensetzen können. Ich denke, das haben wir uns verdient. Ich will diese halbe Minute nutzen, euch nochmal die vier Fragen mitteilen, weil ich denke, es geht ein bisschen über unser Leitbild hinaus, die sozusagen die vier Kernfragen sind, worum sich unsere Antworten in dieser Nachhaltigkeitsstrategie ranken. Die erste Frage, werden die natürlichen Lebensbedingungen so genutzt, dass die ökologische Tragfähigkeit bewahrt bleibt? Zweite Frage,
dienen das politische, das wirtschaftliche, das gesellschaftliche Handeln dazu, dass die Wohlfahrt und das Wohlbefinden zu erhöhen, das spricht Lebensqualität, also weg von der ausschließlichen Betrachtung Bruttoinlandsprodukt hin zur Wohlfahrt. Drittens tragen die internationalen Beziehungen Brandenburgs zu einer größeren Solidarität und Entwicklungsstabilität bei. Und viertens fördert das Handeln von Politik, Verwaltung und Unternehmen die Teilhabe aller an den Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen und damit der Demokratie als Lebensform. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will abschließen und euch sagen, es geht nicht um mehr und nicht um weniger als den Erhalt unserer Lebens- und Entwicklungschancen für die künftigen Generationen. Deshalb sagen auch wir immer, wir prüfen unsere heutigen Entscheidungen im Land, in der Kommune, wo auch immer Entscheidungen getroffen werden. Die Messlatte ist die Enkeltauglichkeit, das heißt, sprich, die Entscheidungen, die wir heute treffen, dienen sie dazu, Lebensbedingungen für die künftigen Generationen zu sichern. Vielen Dank. Ich wollte euch gerne noch sehr, sehr viel mehr erzählen, zum Beispiel nachhaltige Gesundheitspolitik. Ich bin froh, dass Birgit Wöllert in den Deutschen Bundestag in die linke Fraktion gewählt ist, um dort Gesundheitspolitik zu machen, weil ich gehöre im Gegensatz zu Volkmar, der ja mit seiner zuständigen Bundesministerin sehr zufrieden war, bin sehr, sehr glücklich, dass die FDP keine Beteiligung an der Bundesregierung mehr hat und auch nicht mehr den Gesundheitsminister stellen kann. Wir setzen auf eine neue Regierung. Ob es besser wird, wissen wir nicht, aber es wird zumindest anders. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Anita. Wir merken schon, wir werden also